Naja, als es losging, hatte ich gerade geheiratet. Keine Kohle am Arsch, aber für die erste gemeinsame Wohnung hat es gereicht. Sie war gerade mitten in der Ausbildung zur Bauzeichnerin und ich hatte meinen Gesellenbrief in der Tasche und hab dann erstmal in der Speditionsfirma meines Onkels angefangen. Du kennst das vielleicht noch. Man kommt von der Arbeit, hängt abends vor der Glotze und schaltet die Nachrichten weg. Damals wusste ich natürlich noch nicht, dass es bereits angefangen hatte. Das ist mir erst später klar geworden. Anschläge hier, Terror da, Krieg in irgendeinem verfickten Nahostland. Amerika muckt drum, Europa will vorgeblich irgendwelche Ideale verteidigen, Russland und China liegen im Clinch. Damals ist es einem alles zu den Ohren rausgekommen und heute wäre man froh, wenn es noch Nachrichten gäbe, die einem zu den Ohren rauskommen könnten. Auf jeden Fall habe ich es erst begriffen, als sie angefangen haben, sich gegenseitig die Jets abzuschießen, wegen irgendwelcher Luftraumverletzungen. Die Vollidioten. Dann ging es los. Erst, wie immer, im Osten und 2 Jahre später ist der Krieg hier angekommen. Ha, hätte keiner geglaubt. Der ganzen Sache ist die Logik abhanden gekommen, also der spärliche Rest von Logik, der vielleicht einmal dahinter gesteckt hatte. Und die Ethik ohnehin, aber die war schon lange weg. Ich weiß nicht, wie du diese Zeit erlebt hast, aber für mich war das alles höchst irreal. Ich habe es nicht kapiert, bis die Städte buchstäblich brannten. Und so wie mir, wie uns, ging es fast allen. Was soll man das ganze Theater auch verfolgen, wenn man ohnehin keinen Einfluss darauf nehmen kann, nicht wahr? Gustav nickte und streckte die Hand verlangend in meine Richtung aus. Ich griff in die Tasche und gab ihm die Zange, die er brauchte, um die dicken Drähte abzuisolieren und miteinander zu verdrillen. Ich war seit etwa einer Woche wieder auf den Beinen, was größtenteils Gustavs Verdienst war. Zuerst hatte er es mit gutem Zureden versucht. Mich dazu zu bewegen, aufzustehen, meine ich. Aber ich wollte nicht. Ich konnte nicht. Ich wollte nur da liegen und von meinem Krankenbett aus in den Himmel starren. Ich machte pflichtschuldig meine Übungen, trainierte meine schwachen Beine, das ja, aber darüber hinaus wollte ich gar nichts. Sie brachten mir Essen und taten alles andere für mich. Und ich lief im Kreis um mein Bett herum oder lag darin und starrte. Mariam machte ich keine Vorwürfe. Sie war mit Wanda verbunden, schon viel, viel länger als mit mir und anders. Wanda machte ich auch keine. Oder doch, manchmal, aber ich konnte verstehen, wie getrieben sie war, warum sie so getrieben war. Mir machte ich Vorwürfe. Wegen jeder Fehlentscheidung, die ich getroffen hatte, wegen jedem, der in meiner Gegenwart sein Leben verloren hatte, ob ich nun etwas dafür gekonnt hatte oder nicht. Gustav gelang es nicht, mich aus dieser Stimmung herauszureden. Das hatte er ein paar Tage, nachdem er zu mir gesagt hatte, dass ich soweit sei, wieder nach draußen zu gehen, eingesehen. Dann hatte er das einzig Richtige getan. Er hatte den Versehrten um Petra und ihr Narbengesicht verboten, mir Essen zu bringen und meinen Eimer zu leeren. 2 Tage habe ich es dann noch ausgehalten. Dann bin ich wieder rausgegangen. Jetzt, ein paar Tage später, war ich mit Gustav auf dem Dach der Poliklinik. Wir installierten Solarzellen. Naja, eigentlich legten wir sie nur nebeneinander auf den Hubschrauberlandeplatz und verbanden sie mit Kabeln, nach einem Schema, das Gustav mit Hilfe von Bedienungsanleitungen und Datenblättern ausbaldowert hatte, die wir in einigen der Häuser, von denen wir die Solarpaneele entfernt hatten, gefunden hatten. Ich war skeptisch, was dieses Vorhaben anging. Gustav dagegen war guter Dinge und sich seiner Sache ziemlich sicher, und ich machte einfach mit. Während er an den Kabeln herumhantierte, sagte er: Ja, und als das Fernsehen und die Radiosender irgendwann nur noch Durchhalteparolen in Schleife durch den Äther schickten oder nur noch statisches Rauschen, ist die Ordnung dann ganz zusammengebrochen. Die Anweisungen wurden immer widersprüchlicher. Das Militär konnte anfangs nur über Satelliten miteinander kommunizieren, aber irgendwann waren auch die nicht mehr in Betrieb.
Entweder waren sie im All zerstört worden oder die Empfänger hier unten. Dann kam das Gas. Wahrscheinlich, um die Infrastruktur nicht zu sehr zu zerstören. Zumindest nicht in unserer Gegend. Es gab keine Masken für die Bevölkerung. Keine Ahnung, wie es anderswo war. Er gab mir die Zange zurück. Nein, kein Gas bei mir. Aber das mit der Kommunikation stimmt. Irgendwann wusste keiner mehr, was er zu tun hatte. Das war das große Problem. Unsere eigenen Soldaten waren weisungslos, genauso wie die anderen, genauso wie die Polizei, genauso wie alle einfach. Die sind massenhaft desertiert. Ich denke, die meisten haben den Krieg als verloren gesehen, was ja auch gestimmt hat. Es gab viele Erschießungen. Dann haben sie angefangen, in Gruppen zu desertieren, in so großen Gruppen, dass es denen, die noch die Stellung halten wollten, nicht möglich war, sie daran zu hindern. Sie wollten zu ihren Familien zurück, kann ich nachvollziehen, aber für die Ordnung war das der Genickbruch. Wenn die eigenen Soldaten nicht mehr auf ihre Befehle hören, warum sollte die Zivilbevölkerung denn noch gehorchen? Die Leute haben langsam verstanden, dass der Staat, der ihnen bislang Sicherheit geboten hatte, nichts mehr für sie tun konnte. Einige haben es nicht verkraftet. Andere begannen selbst die Initiative zu ergreifen, spätestens als das Essen knapper wurde, als es ohnehin schon war. Die Bundeswehr hat die Bauernhöfe und Mastbetriebe besetzt. Anfangs war das okay, nur irgendwann haben sie nichts mehr herausgegeben. Irgendwas ist schiefgegangen. Entweder gab es wirklich nicht mehr genug für alle, weil die Viecher massenhaft an neuartigen Mikroorganismen eingegangen sind, wie man behauptet hat, oder sie wollten den Ertrag der Betriebe für die eigenen Leute behalten. So war das dann nämlich. Die eigenen Leute waren irgendwann alles, was noch geblieben war. Das galt für Familien, das galt für Nachbarschaften, für alles. Die Welt war enger geworden, sehr viel enger und kleiner, und ein einzelner Mensch konnte unmöglich den Überblick über das große Ganze behalten. Was tut man dann? Man weiß nicht, was zwei Straßen weiter passiert, weil die Bewohner Straßensperren errichtet haben, um ihre wenigen Besitztümer zu schützen. Man selbst tut das auch, klar. Dann gerät man mit dem, was von den Ordnungskräften noch übrig ist, aneinander. Und mit den Deserteuren, die natürlich ebenfalls Hunger haben. Die sind nämlich nicht nur weggelaufen, es sind auch ständig andere von außerhalb bei uns durchgekommen. Man gerät einfach mit all den Leuten aneinander, denen es noch schlechter geht als einem selbst. Alle paar Tage gab es irgendwo ein Feuergefecht zwischen Soldaten und Deserteuren, zwischen Deserteuren und Bürgerwehren, zwischen Bürgerwehren und anderen Bürgerwehren, zwischen Soldaten und Bürgerwehren und so weiter. Es entstanden Fehden zwischen Familien und Straßen, ja sogar zwischen einzelnen Trupps der Soldaten. Eine Weile war wenigstens dieses Chaos irgendwie stabil, eine Konstante, an die man sich klammern konnte. Ja, man konnte sich schon daran gewöhnen irgendwie. Aber dann ist der Winter gekommen. Gustav war schon 3 Kabelverbindungen weiter und nickte jetzt. Ja, der Winter. Meinst du den Winter, in dem die Jets gekommen sind? Genau, Jets und Drohnen. Ich habe bis heute keine Ahnung, was das sollte. Es war doch schon alles kaputt. Aber sie sind trotzdem gekommen. Im Schwarzwald haben sie uns meistens nur überflogen. Schienen es nur auf die Städte abgesehen zu haben. Aber gesehen habe ich sie. Viele. Drohnen allerdings nicht. Wo genau warst du? Herford. Die Dinger hatten ohne die Satelliten sicher keine große Reichweite, was erklären würde, warum sie nicht bis zu dir gekommen sind. Ich denke, dass sie von einem Flugzeugträger irgendwo in der Nordsee gekommen sind. Zumindest sind sie immer nach Norden hin verschwunden. Das ging ungefähr 6 Wochen lang so. Dann kamen sie irgendwann nicht mehr. Entweder gab es eine Meuterei, ihnen ist der Sprit ausgegangen, oder irgendwer hat das Ding versenkt. So denke ich mir das zumindest. Aber da war es schon zu spät. Alles, was sich die Leute selbst an Infrastruktur aufgebaut hatten, war zerstört und viele waren vor Angst vor den Luftschlägen aus der Stadt geflohen.
Im Gegensatz zu den Angriffen, die es davor gegeben hatte, haben die sich nämlich gegen Wohngebiete gerichtet, nicht gegen Industrieanlagen oder Bahnschienen. Du erzählst gar nichts von deiner Frau und deinem Onkel. Nein. Gustav sagte nichts, und als mir die Pause zu lang wurde, fragte ich, meinst du, wir werden heute mit den Paneelen fertig, wenn wir uns beeilen? Wenn du endlich mal anfängst mitzuhelfen? Wir wurden fertig, und das erste Mal seit langem schlief ich traumlos. Als ich am nächsten Morgen in die Cafeteria kam, herrschte bereits einiges Treiben. Die Versehrten der Poliklinik, also die von ihnen, die noch laufen konnten, waren bereits auf den Beinen. Ich entdeckte Gustav, der mit Petra und Narbengesicht an einem Tisch zusammensaß und frühstückte. Petra machte ihn auf mich aufmerksam, er drehte sich um und winkte mich heran. Ich wusste nicht so recht, wie ich mich Petra und ihre Mitanführer gegenüber verhalten sollte, nachdem ich so lange auf ihre Kosten gelebt hatte, also setzte ich ein nichtssagendes Gesicht auf und nahm Platz. Narbengesicht nickte mir zu und löffelte dann weiter irgendeine undefinierbare Pampe in sich hinein, was mir recht war. Petra schien etwas sagen zu wollen, aber Gustav kam mir zuvor. Schön, dass du da bist. Wir haben gerade über die Zukunft der Klinik gesprochen. Wir haben viel vor. Der Strom ist nur der erste Schritt. Gewächshäuser, Gärten. Der Fluss ist nur ein paar hundert Meter weg. Viel Ackerland außenrum, Weideflächen. Wir werden nicht ewig vom Plündern überleben können. Da hatte er recht. Irgendwann würde es immer schwerer werden. Die Menschen mussten anfangen, wieder selbst für ihre Nahrung zu sorgen. Klar. Natürlich, sicher, alles richtig. Aber nicht hier. Die Poliklinik war denkbar ungeeignet und war nur dank der Blutarmen so dermaßen lange unbehelligt geblieben. Gewächshäuser und Gärten, okay. Aber wie wollten sie die Äcker bestellen und die Weiden beaufsichtigen oder sichern? Ich ließ Gustav weiterreden von Bewässerungssystemen, Kornspeichern und allem, was er sich ausgedacht hatte. Wie sollte dieser Haufen Krüppel das denn schaffen? Ich rief mir die Versehrten und Verstümmelten um mich herum ins Gedächtnis. Nein, was Gustav und die anderen hier vorhatten, war löblich, aber nicht durchführbar. Nicht, solange von allen Seiten Gefahr drohte. Selbst wenn es das Silvers Irre nicht geben würde, sollten all die Pläne funktionieren, von denen ich sie mit halbem Ohr weiterhin sprechen hörte, sollte all das gelingen, dann würden andere kommen und versuchen, es ihnen wegzunehmen. Ja, ihnen. Obwohl sie mich gepflegt und durchgefüttert hatten, obwohl sie es mir offensichtlich nicht nachtrugen, dass mein Erscheinen ihren Mikrokosmos durcheinander... Nein, das ist zu milde ausgedrückt. Erst jetzt, wie ich hier mitten unter ihnen saß, unter diesen Menschen, die aßen und tranken und Pläne schmiedeten und taten, was sie konnten, um am Leben zu bleiben, oder auch einfach nur mit ihren Routinen fortfuhren mit ihrem Leben, wurde mir klar, dass mein Erscheinen hier, auf die lange Sicht zwar, aber dennoch unausweichlich, ihren Tod zur Folge hatte, und dass ich deswegen keine Schuld fühlte. Wir hatten die Symbiose zerstört, die die Versehrten der Poliklinik mit den Vampiren eingegangen waren und die sie beschützt hatte. Das konnte nicht rückgängig gemacht werden. Umso schlimmer, dass Gustav so fest entschlossen war, die Dinge hier zum Guten zu wenden. Trotz all des Guten, das mir hier zuteil geworden war, fühlte ich mich ihnen einfach dennoch nicht verbunden. Ich hätte Dankbarkeit fühlen müssen, ich hätte Freundschaft fühlen müssen, Kameradschaft zu Gustav, und wenn ich schon nichts in dieser Richtung fühlen konnte, hätte ich mich dann nicht wenigstens schuldig für eben dieses Nicht-Fühlen fühlen müssen. Aber da war nichts. Ich ließ Gustav, Petra und das Narbengesicht weiterreden und stand auf, drehte mich, sah mich um. Sie alle waren bereits tot, sie wussten es nur noch nicht. Die Frauen, die Männer, die Kinder, alle.
Wer will sich schon an Tote binden? An Tote wie Wanda und Mariam. An Tote wie mich selbst und wie uns alle und all die anderen, die noch durch die Trümmer krochen. Was ist mit dir? Kam es von Gustav, der hinter mir ebenfalls aufgestanden war. Ich konnte seinen Glauben an diese Menschen, an diese Welt um uns herum einfach nicht mehr teilen. Konnte er wirklich so dermaßen dämlich sein? Mit seiner Hilfe, vorausgesetzt, er würde einen Weg finden, mehr von dem Gegengift herzustellen, das er brauchte, seit der Vampirdoktor ihn vergiftet hatte, würde dieses Gefüge vielleicht noch ein oder zwei Jahre bestehen bleiben. Vielleicht drei, wenn sich einfach niemand für diesen Standort interessieren sollte. Ich drehte mich zu ihm um. Die Haut spannte sich über seinen Schädel, sein linkes Auge war entzündet. Es musste daran liegen, dass er so sparsam mit dem Gegengift umgehen musste. Die Anstrengung zehrte an ihm. Es war mir unbegreiflich, wie er Zukunftspläne schmieden konnte, während er langsam verreckte. Wie ich seine hagere Gestalt so ansah, kam etwas zu mir zurück. Ein Hauch von, sagen wir, es war Loyalität, nicht als tiefes, selbstverständliches Gefühl, sondern eher als Gedankenkonzept. Nichts ist, Gustav, alles okay. Ich hatte mich entschieden. Ich würde noch eine Woche bleiben. Ich würde bleiben und ihm helfen. 7 Tage. Und dann, keine Ahnung. Gegen Mittag waren wir dann aufgebrochen. Gerade, sagte Gustav. Wechselrichter. Ohne Wechselrichter können wir den Strom, den die Solarzellen erzeugen, nicht nutzen. Zumindest nicht mit dem Netz, das in der Klinik zur Verfügung steht. Aber genau das will ich. Ich will einen voll funktionsfähigen Operationssaal und ein Labor. Zentrifugen, Kühlung, Mikroskope. Eine Zahnarztausstattung von der Kopfklinik drüben. Hast du dir mal die Visagen angesehen? Die sterben eher an Mundfäule als an ihren Geschwüren. Mensch, guck doch nicht so. Das ist auch mal mehr Humor. Den Rest des Stroms können wir vielleicht für Licht- und Kochplatten verwenden. Für Werkzeug, Sägen, Bohrer. Wir werden diesen Ort in etwas Gutes verwandeln. Ja, antwortete ich. Komm, beeilen wir uns. Es ist noch viel zu tun. Ich spürte seinen Blick in meinem Rücken, als ich meine Geschwindigkeit erhöhte. Wir wussten noch in etwa, wo wir die Solarzellen von den Dächern entfernt hatten, und dort mussten sich dann auch die passenden Wechseldinger befinden. Heute würden wir der Unauffälligkeit wegen zu Fuß unterwegs sein und sie abmontieren. Morgen würden wir uns 2 Motorräder nehmen und Karren oder Rollbretter, wie sie in den Tunneln des Klinikums zu finden waren, daran befestigen und die Dinger einsammeln. Petra hatte schon einen kleinen Trupp abkommandiert, der nach etwas Geeignetem suchen und die Motorräder checken sollte. Damit würden die Krüppel für den Rest des Tages ausgelastet sein. Sag mal, wo ist eigentlich deine Armbrust? Hab lieber das Gewehr genommen. Genau genommen trug ich gerade 2 Gewehre und 2 Pistolen und Gustav trug 2 Jutetaschen mit dem verblichenen Aufdruck irgendeiner Ladenkette, in die wir einfach sämtliches Werkzeug geworfen hatten, das wir in der Poliklinik und in den Hausmeisterräumen in den Kellern hatten finden können, weil wir beide nicht wussten, was genau wir brauchen würden. Nicht, dass ich es nicht verstehen könnte mit Wanda und allem, aber du verhältst dich anders, wenn du reden. Nein. Wir hatten gerade die Feuerwache, in der Tommy auf mich geschossen hatte, passiert und gingen weiter die Schienen entlang. Der Platz, an dem Gustav mich an diesem Tag gefunden hatte, war nicht weit. Frischer, aber bereits tauender Schnee hatte die alten Blutspuren überdeckt. Neue Hundespuren waren ebenfalls keine zu sehen, was gut war. »Wir sollten uns aufteilen«, sagte ich. »Wollen wir nicht lieber? Einzeln sind wir schneller.« Ich nahm eines der Gewehre von meiner Schulter und hielt es ihm entgegen und streckte die freie Hand nach einer der Jute-Taschen aus. »Jetzt nimm schon das Gewehr und gib mir die Tasche. Du hast mir diese Wechselrichter gut genug beschrieben.
Ich zeigte auf eine Stelle 40 Meter vor uns, wo hinter einer etwas größeren Kreuzung das Wohngebiet begann, in dem wir die meisten der Solarzellen erbeutet hatten. Ich nehme die linke Seite, du nimmst die rechte, okay? Er sah mich noch einen Moment lang an, dann zuckte er resigniert mit den Schultern. Wie du willst. Ich sah ihm zu, wie er in einem der siebenstöckigen Wohnblocks verschwand, dann machte ich mich selbst an die Arbeit. Im dunklen Treppenhaus, in das lediglich durch farbige und teilweise fehlende Glasbausteine hindurch etwas Licht drang, stellte ich fest, dass es nicht den einen Wechselrichter gab, sondern dass es sich dabei um eine ziemlich große Schaltanlage handelte, die aus mehreren Modulen bestand. Da wir das Haus ja bereits am Vortag ausgekundschaftet hatten, hielt ich mich nicht damit auf, jede der dunklen Ecken und eingetretenen Türen erneut zu überprüfen. Das Haus war mehrmals geplündert worden, das war offensichtlich. In manchen der Türeingänge und vor allem vor den Eingangstüren der Häuser lagen Paletten und Möbel verstreut. Und ich konnte vor mir sehen, wie die Barrikade, die sie einmal gebildet hatten, von außen her zerstört worden war und wer auch immer das damals gewesen sein mochte, das Haus gestürmt hatte. Ich tippte auf hungrige Nachbarn oder so etwas. Leichen dagegen hatten wir keine gefunden. Ich lehnte das Gewehr neben den Elektroinstallationen an die Wand und machte mich an die Arbeit. Es dauerte eine Weile, bis ich aus dem Werkzeugsammelsurium in der Jute-Tasche die passenden Schraubenzieher herausgefischt hatte, aber dann gelang es mir recht schnell, die vier Kästen, die den Strom der Solarzellen umwandeln sollten, von der Wand zu lösen, die aus der Decke kommenden Kabel so hoch wie möglich über meinem Kopf zu durchtrennen und meine Beute zu meinen Füßen abzustellen. Dann trat ich aus dem Gebäude heraus auf die Straße, sah mich kurz um und ging zu dem Haus hinüber, in dem Gustav verschwunden war. Auch er war schon beinahe fertig, obwohl die Anlage in diesem Haus etwas größer war. Auch er hatte mich bemerkt, das konnte ich spüren, aber er drehte sich erst zu mir um, nachdem er den letzten Wechselrichter von der Wand gelöst hatte. »Und? Gut vorangekommen?« Ich nickte und sagte, »Hör mal. Wir sollten erstmal nur so viele von den Dingern abschrauben, bis der Strom reicht, um die Laborgeräte zu betreiben, die du brauchst, um das Gegengift zu analysieren. Wenn du es selbst herstellen kannst, können wir weitermachen. Okay?« Ich warf einen Blick auf die sechs Wechselrichter, die feinsäuberlich zu seinen Füßen aufgereiht standen. »Ich habe vier. Meinst du, das sind genug?« Er überlegte einen Moment. »Ja, vielleicht. Aber was ist mit den anderen?« »Wir müssen ihnen auch etwas geben. Wenigstens genug für eine Kochplatte oder ein paar Lampen oder so.« »Gibst du ihnen nicht schon genug? Medizinische Hilfe und Hoffnung?« »Trotzdem, von mir aus. Noch zwei Stück also?« »Ja, es sollte reichen. Aber die anderen holen wir auch noch, damit das klar ist.« »Naja, pass auf. Du holst die nächsten beiden Kästen und ich überlege mir, wie wir die Dinger transportieren können.« »Na, wir gehen zurück und kommen mit den Motorrädern wieder.« »Nein, das dauert zu lange. Mir fällt schon was ein. Du wirkst so gehetzt. Erst willst du nicht mal aufstehen und jetzt versuchst du alles nachzuholen. Ist es das?« »7 Tage«, dachte ich. »Hast du dich mal angeschaut in der letzten Zeit?« dachte ich. »Du streckst dein Lebenselixier zu sehr«, dachte ich. »Komm los, machen wir weiter«, sagte ich. Wir traten zusammen aus dem Hausflur heraus. Ich wusste, dass Gustav nach rechts gehen würde, weiter die Straße hoch, bis zum übernächsten Wohnblock, denn dort hatten wir ebenfalls Solarpaneele geplündert. Ich war unschlüssig, ob ich auch in dieser Richtung nach einem Transportmittel suchen sollte, aber dann erinnerte ich mich, in der anderen Richtung einen kleinen Fahrradladen gesehen zu haben. Ich machte mich auf den Weg, fand, was ich suchte, und kam 20 Minuten später zwei von diesen Anhängern hinter mir herziehend, in denen man früher seine Kinder transportiert hatte, wieder in der Straße an. Ich sah Gustav bereits einige 50 Meter von mir entfernt auf der Straße stehen und auf mich warten. Er hatte sogar schon die Wechselrichter aus den Häusern geholt und zum Abtransport vor einem der großen Gebäude zusammengetragen. Er entdeckte mich und winkte mir. Dann veränderte sich sein Winken.
Sein Mund öffnete sich, und vom Winterwind auseinandergerissene Wortfetzen erreichten mich. Ich konnte sie nicht verstehen. Sein Winken veränderte sich abermals. Er zeigte mit dem Finger auf mich, und ich konnte weitere unverständliche Laute hören. Dann hastete er zur Seite auf den kleinen Turm aus Wechselrichtern neben ihm zu, an den er sein Gewehr gelehnt hatte. Er legt auf mich an, dachte ich. Dann begriff ich erst und drehte mich um. Es waren 10. Sie bildeten eine lockere Kette und nahmen die ganze Breite der Straße hinter mir ein. Vermummte Gestalten in dicken Jacken mit Pistolen, Bögen und Keulen in den Händen. Ich konnte weder Männer noch Frauen voneinander unterscheiden, noch konnte ich sie irgendeiner Gruppe zuordnen. Sie trugen nicht die BMX-Masken der Vampire. Es waren aufgrund der Pistolen wohl kaum Degenerierte. Eine der Gestalten. Sie ging in der Mitte der Kette, genau zwischen den Spuren der beiden Anhänger, die ich über den matschigen Schnee hinter mir hergezogen hatte, trug auf ihrer linken Seite eine Unterschenkelprothese, deren Metall in der Sonne funkelte. Es war eine Prothese, wie man sie vor dem großen Krieg noch angefertigt hatte, ziemlich Hightech mit Gelenken und allem. Der Mann oder die Frau konnte den Unterschenkel mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erst vor kurzem verloren haben, und in der Tat ließen die Bewegungen der Gestalt keinerlei Beeinträchtigungen erkennen, wie sie da zusammen mit den anderen 9 ohne erkennbare Eile weiter auf mich zukam. Obwohl sie es nicht eilig zu haben schienen, war ihre Haltung dennoch unzweifelhaft bedrohlich. Die Kette, die sie bildeten, die Art, wie sie ihre Waffen hielten, ihre angespannte Haltung, all das strahlte Aggression aus. In der Zeit, die ich brauchte, um all diese Eindrücke zu sammeln, waren sie vielleicht 2 Schritte näher gekommen und jetzt etwa 30 Meter von mir entfernt. Ich tat es Gustav nach, ließ mein Gewehr ebenfalls von den Schultern gleiten und entsicherte die Waffe. Ich versuchte hektisch, die genaue Anzahl von Pistolen zu zählen, die auf mich gerichtet waren, während ich mich langsam rückwärts auf den etwa 4-mal so weit entfernten Gustav zubewegte. Ob sie ihn schon gesehen hatten? Natürlich, hatte er gewunken und gebrüllt. 30 Meter. Wenn sie ungeübte Schützen waren, hatte ich Chancen, wenn ich mich schnell bewegen würde. Zur Seite hin, in eines der Häuser? Aber sobald ich anfangen würde zu rennen, das war sicher, würden sie mit dem Schießen beginnen, was sie bis jetzt noch nicht getan hatten. Wenn sie mich unbedingt töten wollten, hätten sie mir doch einfach in den Rücken schießen können, oder? Andererseits, wenn sie nur reden wollten, warum hatten sie dann nicht einfach gerufen? Nein, es ging eine stumme Drohung von diesen Gestalten aus. Der Abstand zwischen uns verringerte sich quälend langsam, aber stetig. Rückwärts war ich einfach nicht schnell genug, aber ich wollte den Blick nicht abwenden. Der Gedanke, sie nicht mehr sehen zu können, war mir unheimlich. Hatten sie bis jetzt vielleicht nicht geschossen, weil sie nicht mehr viele Kugeln hatten und keine verschwenden konnten? Es war mir schleierhaft, was sie von mir wollten. Die beiden Anhänger, die ich durch das zerborstene Schaufenster des Radladens hindurch nach draußen befördert hatte, stellten wohl kaum eine Lebensgrundlage dar, die man verteidigen musste, oder? Immer noch waren sie stumm. Aus ihren Tuch- und Schalvermummten Mündern drangen nur weiße Atemwolken nach draußen, aber kein einziger Laut. So unheimlich leise. So leise, dass erst Gustav sie bemerkt hatte, und das auch nur, weil er sowieso in meine Richtung geschaut hatte. Wieso hatte ich sie nicht gehört? Wie lange waren sie mir schon nachgelaufen? Ich drehte meinen Kopf und versuchte einen Blick auf Gustav zu erhaschen. Er war noch da, kniete, das Gewehr im Anschlag halb hinter den Wechselrichtern und nutzte die Geräte als Deckung, und hinter ihm, ein weiteres Stück entfernt,
sah ich noch eine lose Kette von vermummten und bewaffneten Gestalten. Gustav konnte sie noch nicht bemerkt haben, so konzentriert wie er in meine Richtung sah. Unsere einzige Chance waren die Häuser. In den Häusern verschanzen oder durch sie hindurch durch die Hinterhöfe und kleineren Gassen und den Vermummten entkommen oder sie wenigstens so weit auseinanderziehen, dass sie ihre zahlenmäßige Überlegenheit nicht ausspielen konnten. Und zwar bald. Wenn ich noch länger zögern würde, wären sie so nahe, dass auch dieser letzte Ausweg versperrt sein würde. »Zur Seite, Gustav! Sie sind auch hinter dir!« brüllte ich, obwohl ich mir sicher war, dass er mein Gebrüll genauso wenig verstehen konnte, wie ich das seine vor ein paar Sekunden. Aber er würde sehen, wie ich zur Seite hinwegrannte und sicherlich die richtigen Schlüsse ziehen. Als ich meine Beine, die mir in diesem ersten Moment schrecklich träge und schwer vorkamen, endlich in Bewegung setzte, brüllte noch jemand. Es war eine Frauenstimme, und sie gehörte der Gestalt mit der Beinprothese. Und diese Worte konnte ich verstehen. Die Worte, die ich hörte, während ich auf die erstbeste offenstehende Eingangstür zu meiner rechten Seite zurannte, klangen wütend und hasserfüllt, und sie lauteten: »Da drin sind wir auch, Kindermörder! Aber renn ruhig, renn!« Kindermörder. Die Bedeutung dieses Wortes sickerte erst in mein Gehirn, als ich schon 3 Meter weit in den dunklen Hausflur eingetaucht war. Tommy.